Ja, erstmal Servus beieinander und Gratulation zum Sieg. Ja, zum Spiel. Ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat und der das Ergebnis sieht, wird sehen, wie pervers manchmal der Sport sein kann. In der Situation, in der wir uns gerade befinden. Auch natürlich, was das Personal anbetrifft, dass wir dann bei euch so ein Spiel abliefern. Muss ich sagen, allerhöchsten Respekt vor den Jungs. Bis zum letzten Kontakt allerhöchsten Respekt und bis zum letzten Kontakt haben wir es auch sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, wir können in Führung gehen. Ich glaube, wir können einen Ausgleich machen. Und wie das 1-0 dann zustande kommt und das Spiel dann auch ein bisschen so in so euren Gunsten auch lenkt, ist auch gerade symptomatisch, aber das ist ein A-Jugendlicher, der da im Tor steht. Und nebenbei wäre die dritte Liga eigentlich genau für das da, dass junge im eigenen NLZ ausgebildete Spieler sich in der dritten Liga entwickeln dürfen und können. Aber leider gibt es das System nicht her. Und dementsprechend wünschen wir jetzt unserem Alexander Kaltner eine bessere Diagnose, die er gerade selber und der Physio in Anbetracht ziehen. Und hoffen, dass wir nicht schon wieder eine weniger geworden sind. Euch wünsche ich Gesundheit, vor allem für den einen oder anderen Spieler. Bedanke mich beim Anton fürs 1-0 und wünsche euch alles Gute. Ich muss sagen, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Ich habe mal dann auf die Uhr geguckt, wir haben nach 18 Minuten 7-0 Ecken rausgespielt. Das heißt, wir haben schön das Tor um das Tor von Unterharing belagert. Einmal der Tor hat sehr, sehr gut gehalten. Und dann mit der Zeit ist das Spiel ein bisschen gekippt. Wir hatten einfache Ballverluste, dadurch ist der Gegner ins Umschaltspiel gekommen. Das haben sie dann auch gut gemacht, immer wieder mal einen Nadelstich gesetzt. Und man muss auch sagen, die beste Chance hatte Bigalke, glaube ich, 40. Minute, wo er übers Tor schießt. Da haben wir Glück gehabt, das gehört in dem Moment auch dazu. Kommen raus und natürlich tut es mir auch leid für so einen jungen Torhüter, dass er so einen Fehler macht. Schön, wie Anton das ausnutzt, hat Spannung, konzentriert und spielt den Ball ins Tor. Und dann müssen wir uns beim Benni bedanken. Ja, Benni hat überragend gehalten in der Situation. Das war ein 1-1 gegen Schimmer, wo er schön stehen bleibt und der Nachschuss auch nochmal pariert. Das gehört dazu. Ein guter Torwart, der dich im Spiel hält. Und hinten raus, dann haben wir es ordentlich runtergespielt. Nach dem 2-0, da hat man auch gesehen, dass ein bisschen die Leichtigkeit wieder reinkommt. Eine breitere Brust da ist, die wir in den letzten Wochen nicht so hatten. Und so ordnen wir auch diesen Sieg ein, dass wir uns ein bisschen freigespielt haben und hoffentlich, dass wir jetzt wieder ein bisschen leichter Fußball spielen. Ein bisschen die Effektivität war heute da, die war in Wien nicht da und dass wir da wieder anknüpfen am Montag in Würzburg. Danke.